Das Spiel ist ab 12 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch lieber ein anderes Video an. Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Channel Let's Play for Kids. Heute mit dem neuen Spiel LEGO Marvel Super Heroes 2. Mit der Fine und dem Mo. Auch heute werden wir wieder wie bei unserem letzten Video von Ninjago von LEGO nur alleine spielen können, weil es auch hier wieder nur einen getrennten Bildschirm, keinen dynamischen gibt. Gut, fangen wir mal an. Wir haben es eben mal ganz kurz getestet, ob es überhaupt funktioniert. Und wie der Koop funktioniert. Da wissen wir das auch, dass es nicht funktioniert mit dem Dynamischen. Dies ist eine Nachricht mit höchster Priorität. Mitglieder des Nova Corps. Hört mich irgendjemand? Wir stehen unter Belagerung. Alarm! Ken greift an! Hallo? Okay. Sieht noch jemand außer mir ein riesiges Schwert am Himmel? Ja, ich sehe es. Ganz deutlich. Guardians? Kang, der Eroberer, greift an. Wir sind mit der Evakuierung fast durch, aber die letzten Rettungsschiffe stecken in der Klemme. Lange halten wir nicht mehr durch. Keine Panik, Nova Prime. Die Kavallerie ist da. Wir lösen jedes Problem. Wir akzeptieren jedes Zahlungsmittel. Rocket, du übernimmst das Steuer. Groot? Fass nichts an. Jetzt zeigen wir es, Kang. Alles in Ordnung da oben? Die Antwort darauf möchtest du gar nicht wissen. Hey, das habe ich gehört. Spar dir deine Bemerkungen über meinen Flugstil, Quill. Verlassen wir diesen Schweinestall und gehen zur Schleuse. Schweinestall? Ich sehe hier kein einziges Schwein. So, da sind wir nun im Raumschiff. Gucken wir mal, was wir machen müssen. Ja, ich finde auch, das geht doch eigentlich. Das ist doch gar nicht so unaufgeräumt hier, mein Gott. Da liegen ein paar Sachen auf dem Tisch. Da, guck mal, habe ich aufgeräumt. Wunderbar. Da bin ich mal ganz schnell, ganz fix. Da kenne ich nichts. So, jetzt muss ich es erstmal zurechtfinden. Ich mache jetzt erstmal alles schön unordentlich, damit es sich auch lohnt aufzuräumen, natürlich. Du musst erstmal Platz schaffen. Oh, komm, ist das schon, Mann. Ernsthaft? Da brauchst du. Oh, Captain America. Man, die kann man leider nicht kaputt machen, die brennt aber. Ja, okay. Mann, da sind wir schon mal. Du musst auf jeden Fall, irgendwann kriegen wir noch Captain America. Oh. Ja, wollen wir mal gucken, was wir machen können, oder? Muss auf jeden Fall schon mal zwei Leben. Oh, guck mal, Daddy. Jetzt nicht mehr. Ah. Oh, guck mal, und da brauchst du, wie heißt der nochmal? Dr. Strange? Ja, das könnte ja noch. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Würdest du bitte die Zerstörung meines Schiffes kurz unterbrechen und diese Luke für uns öffnen? Was? Die ist noch zu? Klemmt wahrscheinlich nur irgendwo. Na toll. Dann muss wohl die Notfallhandbetätigung ran, von der ich euch erzählt habe. Also einmal was von Hand betätigen? Das sollten wir hier kriegen. Wunderbar, da ist es doch schon. Und wie immer, wir dürfen wieder ein bisschen was zusammenbauen. Dafür einfach Rot und B drücken. Und jetzt müssen wir die Kurbel drehen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ah, das ist die Tür, die ist. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das deine Notfallhandbetätigung sein soll. Hey, ich gebe zu, dass es ein bisschen kompliziert ist, aber immerhin funktioniert es, oder? Ja, guck mal, eine Hand. So, nun? Ah, okay.
Einmal Aufzug nach unten, bitte. Da müssen wir raus. Mit einer Schwerkraftmine kann ich uns den Weg freiräumen. Warum ist über der Steuerung eine verstärkte Platte angebracht? Hm. Du weißt doch, wie gerne Groot auf Knöpfchen drückt. Von diesem möchte ich ihn lieber... Oh. Wenn du Hilfe benötigst, kannst du L drücken und um Hinweise aufzurufen. Ja, der linke Stick ist damit gemeint. Das ja, ist der ist fernhalten. Ja. Eine wirklich sinnvolle und vernünftige Sicherheitsvorkehrung. Das scheint dich ja sehr zu überraschen. Wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, spielen wir auch das Spiel mit dem Controller. Also ich soll L drücken. Ich drücke L. Du kannst Schwerkraftminen werfen, indem du B drückst oder X gedrückt hältst und dann auf eine Schwerkraftmine Schwerkraftminenverstärker zielst. So, und wer erklärt mir, was ein Schwerkraftminenverstärker ist? Wo ist das Ding? Das hier, das der Schwerkraftminenverstärker? So genau. Ja. Oh. Ja, Schwerkraft, es zieht auf jeden Fall ganz viele Sachen an. Ich glaube ja. Ja, passt schon, alles gut. Kaputt machen bin ich große Spitze. Ja. Oh. Ach, guck mal, wieder Knöpfchen drücken. Wenn wir das hier überleben, sollten wir uns auf kommende Notfälle besser vorbereiten. Okay, Leute, wir gehen in den Landeanflug. Macht euch bereit. Okay, wir springen. Sobald wir niedrig genug sind. Oh nein. Nein. Das ist tough, der Typ. Kriegt ja nicht mal ein Hemd. Okay, neuer Plan. Wir springen jetzt. Oh, jetzt auffangen. Ich mag die Geier jetzt. Ja. Oh, Drax, das nächste Mal erst schauen, dann springen. Aber genau das habe ich gemacht. Genau. Kann es vielleicht sein, dass Kang der Eroberer irgendwie auf Zeitreisen steht? Zeitreisen. Das erklärt, wie Captain America ins Spiel kommen kann. So, los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das? Ein Speicherpunkt? Ich sagte Guardians of the Galaxy. Ja, ich weiß, dass das eine Bande von... Oh, hallo Guardians. Danke für eure Hilfe. In Kürze trifft ein Rettungsschiff ein, das die letzten Zivilisten ausfliegt. Bitte sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Aktion. Aber vergesst nicht, dass auch Kangs Truppen ein Auge auf uns geworfen haben. Naja, solange sie nur mit Augen... Das ist ein sicherer Checkpoint, oder? Eine Redewendung, Drax. Also gut, Guardians. An die Arbeit. Ja, dann machen wir alles kaputt. Alles auseinanderbauen. Oh Mann, noch mehr Ärger. Okay, oben sind drei Männchen. Irgendwas müssen wir mit denen tun. Das sieht aber gar nicht gut aus. Die müssen wir sicher retten. Das ist ja ein einziges Chaos. Die Zivilisten bleiben so lange hier, bis wir die Feuer gelöscht haben. Vielleicht finden wir im oberen Bereich etwas, das wir benutzen können. Dann versuchen wir auf jeden Fall zu löschen. Ich verstehe das nicht. Wer ist dieser Kang denn überhaupt und was will er eigentlich? Ich bin quasi so der umgekehrte MacGyver. Ich repariere nicht, bastle nicht zusammen, ich mache alles kaputt. Oh, der ist nicht freundlich gesonnen. Oh ja. Ist das ein Clown? Ich weiß noch nicht, was der da gerade macht. Jetzt lass ich doch los. Er nimmt den mit. Ja, dann nimm den mal mit. Guck mal, Fischer Nice hinter mir. Oh. Okay, hier kommen wir wohl nicht weiter. Warum auch wir den Captain? Ja. Ah, da kommt noch einer. Achso, nee, das ist meiner. Ich fange schon wieder an, meine eigenen Menschen zu verkloppen. Du kannst. Das bleibt eine Übung. Wo ist da hinten was zum, mit einem Laser ausschneiden? Wieso sagt er mir die ganze Zeit A zum Springen? Was soll das? Ich weiß es nicht. Vielleicht damit du springst? Ja, aber das mache ich halt. Drück mal ganz schnell A. Der legendäre Gesetzlose. Der Raketenrucksack. Ja, das macht Sinn, nicht? Okay, das macht jetzt Sinn. So was höher. Ja, das ist ja cool. So, verwende den rechten Stick, um die Flughöhe zu ändern und drücke zweimal B, um wieder zu landen. Dann machen wir das so. Wofür bin ich heute eingeteilt? Imbissbude. Tretet beiseite!
meine enorme Kraft wird diese mittelschwert Mauer zum Einsturz bringen. Oh, du musst auf den Weg. Oder nee, du musst es wechseln. Ja, der muss erstmal hochkommen. Der kommt ja gar nicht hoch. Ich warte mal. Das folgen die dir nicht manchmal automatisch? Ne? Ja, aber die kommen ja da nicht hoch wegen dem Feuer. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier irgendwas zusammenbasteln kann. Schau mal da rechts. Das? An der Treppe? Sieht nicht so aus. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ja, komm, wenn wir einmal dabei sind, dann räumen wir ein bisschen auf hier und dann ist das gut. Mach Platz für gleich. Wenn da mehrere oben sind, so, ist es sonst zu eng. Hier ist nichts, okay, dann gehen wir auch mal hier weiter. Nee, aber hier ist ja sonst nichts. Ja, schau doch mal die Treppe mal ein Stückchen runter. Da bist du ja gerade eben hochgeflogen. Aber was ist das denn? Ah. Eine Leiter. Jetzt kommen sie alle hoch. Da ist er. So, und jetzt einmal Y und den Charakter wechseln. Genau. So. Jetzt haben wir einen Fahrstuhl freigeschaltet oder was ist das? Was haben wir freigeschaltet? Ist das ein Fahrstuhl oder ist das nur ein Raum? Ein Schalter ist er dafür. Ein Schalter. Oh. Um das nächste Tor zu öffnen. Nicht schlecht, Team. Gute Arbeit. Wir haben jetzt unsere eigene Feuerlöschdrohne. Cool. Da brauchen wir Captain America gar nicht. Ja, das doch, der Film war doch da jetzt, oder? War das da nicht die Figur von Captain America? Ich hätte ja, eben nicht sagen sollen. Nee, auch da unten. Tut mir leid, Leute. Die Leute fliehen in die Freiheit. Gute Arbeit. Oh. Achtung, feindlicher Beschuss! Boah. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir der Teil richtig gut, auch wenn wir noch nicht so lange gespielt haben. Ja, ihr Feiglinge! Weil Lego und Jago hatten wir ja am Anfang so ein bisschen auch bemängelt, dass ein bisschen wenig Gameplay war, viel Sequenzen, viel Action. Ja. Und hier ist es eigentlich wieder das typische Lego-Feeling. Viel bauen, alles ein bisschen auseinandernehmen bisher. Der Witz ist da. Schön Humor dabei. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Och nö, ne? Okay. Oh, weia. Nein, nein, ich will nicht, ich will die blauen Steinchen haben. Oh Mann. Okay, ich mach wieder alles kaputt. Jetzt fährst du halt einen riesigen Ball. Kannst du ihn steuern? Nee. Ja, doch, so ein bisschen, aber naja. Ah, da ist eine Schwerkraftmine. Okay, das war verrückt. Aber schaut mal. Da ist ja der Schwerkraftminenverstärker, den wir brauchen. Ja. Oh. Nimmt er die automatisch? Das du musst einmal hat da drauf sehr gut geklappt, bitte? Du musst auf den, nee, auf den Minenverstärker werfen, da unten. Da auf das Teil. Ja, Moment. Ja, sehr gut. Hurra! Ich wusste, dass das funktionieren wird. Lasst mich beim Öffnen der Tür behilflich sein. Jetzt gut, wieder. Na. So. Hieß ja nochmal, Drax öffnet die Tür. Mhm. Glückwunsch, Leute. Einfach schnell ihr wurdet B drücken. Gerettet vom legendären... Hey, wo geht ihr denn alle hin? Will denn keiner ein Autogramm vom Star-Lord? Nein, scheinbar will keiner ein Autogramm haben. Hey, geht's euch gut? Wir setzen jetzt zur Landung an. Oh, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Wir haben einen von Kangs Kumpanen getroffen und etwas Technologie aus der Zukunft entdeckt. Das müsst ihr euch ansehen. Oh, das sehen wir uns, denke ich, an, oder? Ich bin gut. Oh, wie süß. Rocket, hast du irgendwas, womit du dieses verstärkte Metall zerstören kannst? Na klar! Im Gegensatz zu einigen von euch bin ich auf solche Situationen vorbereitet. Das ist aber nicht die Original-Synchronstimme aus dem Film, ne, von Rocket. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, habe ich gerade auch überlegt. Aber die ist, derjenige spricht auch bei Dungeons 2. Die finde ich ganz cool, die Stimme, wenn ich ehrlich bin. So. Kann man daran, ohne kaputt zu gehen, mal gucken. Also ich finde es nicht unpassend, aber wenn man Fan vom Film ist, dann hätte man mit Sicherheit auch den Originalcharakter, also die original deutsche Synchronstimme vielleicht erwartet. Ja,
Ja, aber ist nicht schlimm. Ich finde die Stimme trotzdem cool. Warum lande ich nur immer wieder in der Patsche? Stan Lee? Wo war Stan Lee? Was? Stan Lee müssen wir retten. Da ist schon wieder Captain America. Warte, komm mal hier. Oh, was war... Okay. Dafür wird jemand bezahlen. Hey, helft mir mal, ja? Oh, da ist Stan Lee. Jo. Kann ich mich helfen? Befreie ihn. Ja, ich versuch's ja. Du kannst irgendwie ihn, glaube ich, nicht befreien. Brauchst du, glaube ich, einen anderen Charakter dafür. Ich muss dafür genug kaputt machen. Achso, warte mal. Was machen die da unten? Machen die hier Sit-In oder was? Ich glaube, die warten drauf, dass du, Du bist, glaube ich, falsch gelaufen, oder? Komm ich da hoch? Warte mal, ich komm doch da hoch. Siehst du? Ach, ist egal, wir laufen jetzt einfach mal da unten hin und befreien Stan Lee. Das passt schon. Ja, aber der konnte es, glaube ich, nicht. Ja, gucken wir einfach mal. Ist immer noch zu erkennen, wer das ist. Ja, okay. Da steht, siehst du, wer ist denn das? Bitte? Wer ist denn das auf dem Bild? Sieht aus wie Venom, aber kann eigentlich nicht sein, oder? Hm. Ich weiß es nicht. Ich brauche Hilfe! Superhilfe! Ja, da ja, haben wir leider nicht weiterhelfen. Das muss wieder, da müssen wir nochmal eine Runde neu spielen. Das muss wieder umlaufen, wa? Oh, nee. Du kannst einfach auf den Hamster wechseln. Auf den, ja, das machen wir. Ja, den Rocket, der muss doch das machen. Überhaupt? Da, oh. Nee, das ist gut. Oh, wir können gut spielen. Oh nein, super, pass auf, gut, dass er nicht kaputt geht. Ich muss eher aufpassen, dass er gut nicht alles kaputt macht. Ja. Oh, kann gut was am Bäumchen machen. Weiß, Was? Ah, kann es nur kaputt machen. Oh, das Rocket. Holt mich hier raus! Kann man da? Nee. Hast du eine Ahnung, was ich gerade machen muss? Ich du musst grad zu diesem, da wo du eben herkamst, wieder zurückgehen. Ja, lauf mal ein paar Meter hier, das ist kein Problem. Und jetzt das Teil da sollst du irgendwas mitmachen. Ach ja, stimmt, hier die Leute fragen, genau. Ja. Ah, ja. Ich habe mich zu sehr auf Stan Lee fixiert. Gute Arbeit. Du wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass alle das Schiff erreichen. Ach, guck mal, hier kann man gut bestimmt was machen. Jetzt wächst er, oder? Cool. Krass! Wie hat Groot das gerade gemacht? Das versuche ich euch doch schon die ganze Zeit zu erklären. Das kleine Ding, das wir gefunden haben, lässt ihn wachsen und schrumpfen, wie es ihm gefällt. Er kann sich damit auch älter oder jünger machen, wenn ihr es genau wissen wollt. Mehr scheint es allerdings nicht zu können. Ich bin Groot. Das war der Letzte. Gut gemacht, Team. Heute haben wir wirklich gute Arbeit geleistet. Allerdings. Und zwar, weil... Quill, komm her. Wir werden angegriffen und unsere Schilde halten nicht mehr lange durch. Du musst uns das angreifende Schiff vom Hals halten, während wir sie reparieren. Das heißt wohl Überstunden machen. Hey, greift das Ding etwa mein Schiff an? Das finde ich aber gar nicht cool. Hauen wir lieber ab, bevor es noch mehr Schaden anrichtet. Och, die Milano kann jeden Moment explodieren. Viel zu gefährlich, da reinzugehen. Rocket, ist ein Fernzugriff auf die Verteidigungssysteme möglich? Vielleicht. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Und was zusammenbauen müssen. Ja, ich versuch's, aber ich bin leider ins Feuer geraten. Und nein, das heißt jede Menge unbezahlte Überstunden. Na gut, wir wurden doch gerade gut bezahlt. So, dann kann der das. Ha, ich übernehme das. Zugriff auf die Waffensysteme haben wir schon mal. Okay, das hat funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch darauf und das Ding abfeuern. Ja, dann machen wir das doch. Ich sehe gerade gar nichts. Kann man diese Karte klein, da weggehen? Nee, du brauchst den. Also, ich bin auch dahinter, guck mal. Du bist doch der Falsche. Meinst du, der kann das nicht? Ist aber jetzt. Nee, der kann das recht nicht. Wieso habe ich eigentlich kein Auswahlmenü, um die Leute anzuwählen? Das ist doch blöd.
Ich kann nur die zwei anwählen. Warte, kann Guter gut machen? Nee, der Guter ist rechtlich dran. Wen hat's denn sonst noch? Rocket? Ja, das ist ja Rocket. Nee, hier zum Beispiel Drax. Da, Drax kommt rein. Der rettet die Situation. Wunderbar. Ah. Einmal das Feuer eröffnen. Jawohl. Ich glaube, es funktioniert. Einfach immer weiter feuern. Voll auf die 12. Nur noch ein paar Schüsse. Ah, das Zielen ist nicht ganz so einfach, oder? Es geht. Ich muss ein bisschen vorziehen. Womit schießt du hinten? Mit der Taste? Nee, mit X. Mit X. Guter Schuss, Rocket. Wir haben gesiegt. Okay. Ja, danke. Es gibt keine größere Befriedigung als die eines Triumphes errungen auf dem Schlachtfeld. Ist es nicht herrlich, meine liebste Ravonna? Einfach verheerend. Eure Macht ist unübertrefflich, mein Kang. Oh, das gefällt mir. Sag das nochmal. Einfach verheerend. Eure Macht ist unübertrefflich, mein Kang. Auch beim zweiten Mal noch schön. Die Neuankömmlinge zeigen Kampfgeist. Lächerliche Ameisen. Sie sind keine Gefahr. Aber wir sollten ihnen trotzdem eine schöne Herausforderung bieten. Oh. Was ist das? Keine Ahnung. Ich dachte am Anfang erstmal an einen übergroßen Iron Man oder so. Ja. Ein Celestial hier? Wieso? Wer weiß. Sieht jedenfalls nicht aus, als wollte er Freunde finden. Mein Kang, Ison der Sucher, ist das nicht übertrieben? Übertrieben? Ich fand ihn am Ende der Zeit schwach und gebrochen. Also wird er sie wohl nicht allzu schnell erledigen. Weißt du, aus welchem Teil der war? Ich meine der zweite. Aber ich bin jetzt auch im Überlegen. Bei Guardians of the Galaxy. Oder bin ich da jetzt verkehrt? Vielleicht werfe ich gerade was durcheinander. Ist auf jeden Fall etwas groß geraten. Checkpoint. Hey! Ja. So, ist das Ding etwa zu? Erstmal schauen, was wir machen müssen. Hallo, riesiges, missverstandenes Wesen! Nein, warte! Es greift an! Passt auf, Leute! Dieser Tag wird einfach immer besser. Hast du dem Ding denn irgendwas getan, Peter? Warum fragen mich das alle? Nein! Diesmal nicht. Oh, das Schwert greift es auch an. Oh, was passiert? Wartet! Was zur Hölle war das? Soll ich raten? Hat bestimmt wieder was mit Kangs Zeitreisetechnologie zu tun. Oh, weia. Oh, da kommen. Hast du jetzt immer wieder neue Gegner, hast du gesehen? Ja, hast du schon gesehen, wie wir den Laserstrahl ausschalten? Vorschläge? Eine Schwerkraftmine vielleicht. Dafür bräuchte ich aber einen weiteren Verstärker. Schade, dass wir nichts haben, womit wir einen bauen können. Wir könnten doch Teile von diesem Schiff da drüben benutzen. Oh. Dazu müssten wir es allerdings erst aufbrechen. Vielleicht kann unser neuer Kumpel das für uns erledigen. Ah, wir müssen ihn irgendwo hinlocken. Ich glaube, unser neuer Kumpel erledigt das Aufbrechen gerade. Oder? Schau mal, vielleicht musst du da oben drauf, weil da drüber ja auch so Steine sind. Oha, ich sehe nichts mehr. Nicht gut. Ah, jetzt haben wir's. Ah.
Sehr gut. Irgendwas stimmt mit der Zeit aber dann nicht. Wenn es so grau wird, ist irgendwas... Schnell zusammenbauen. Bevor der nächste Angriff kommt. Ah. Und eine Schwerkraftmine. Hey, ich glaube, es funktioniert. Nur blöd, dass ich da noch rumstehe. Ja, hättest du vielleicht einen Schritt zur Seite treten sollen. Was haben wir jetzt? Oh, da. Irgendwas ist seltsam, ne? Ah, warte mal, haben wir das nächste Teil oder was? Der baut das wieder zusammen. Das fliegt es noch. Wartet! Was zur Hölle war das? Das Schiff? Es hat sich selbst repariert. Wie ist das möglich? Vergessen wir also den Schwerkraftverstärker. Wenigstens haben wir jetzt etwas, womit wir angreifen können. Ab ins Raumschiff, ins Flugschiff. Ja, zack und rein da. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Aber es war sicherlich nicht mein Verschulden. Ja, links. Genau, links zielen, X zum Schießen. Ich hoffe, dass das auch. Ja. Doch, das sieht gut aus. Das sieht richtig aus. Na, komm schon. Na, nochmal. Einmal. Jawohl. Ah, außer Gefecht. Jetzt muss mit Sicherheit noch was treffen, oder? Ja, mal gucken. Ja! Hat geklappt. Oh, nee. Hey, ich erkenne, glaube ich, einen Schwachpunkt an seiner Schulter. Überlass das mir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Na, mal den Charakter wechseln. Außer die. Genau, außer den Charakter wechseln. Und es hat gut geklappt. Kann man was machen? Nee, das ist halt. Ich glaube nicht, dass ich da so weit hochkomme. Ich muss hier was machen. Oh. Was war das? Das war wohl, glaube ich, nicht, was du machen solltest. Oh, ich dachte, ich drück mal B und mal gucken, was passiert. Hier kann ich schon was machen. Ah, guck. So, wieder ran. Ich bin wieder ran. Ah, warte mal. Komm mal her. Wie auch immer ich jetzt... Ah ja, komm. Wir nehmen gut. Gut ist gut. Gut, mach das. Na? Was ist der wieder da unten? Wieso ist der jetzt... Jetzt komme ich da nicht weg, ne? Ja, das ist natürlich jetzt... Ja, fall doch einmal da runter. Geht das nicht? Ah, doch. Jetzt jetzt. Jawohl. Ah, ein Katapult. Okay. Jetzt schwingen. Ja. Ja. Ich wollte spannend machen, sonst ist das zu schnell vorbei. Ja, erklär's halt nochmal genau. Wie schwingt so, man jetzt? So, einmal runter, einfach nur einen linken Stick. Und sollte nicht A drücken zum... Nee, warte mal, das klappt aber auch nicht. Doch, so. Boah, die Steuerung hier, ey. Warte mal, ich geh mal so runter. So, jetzt hab ich's. So. Und jetzt abspringen. Ja, das hat's ja gut. Ja, doch. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch zur Kugel gemusst, aber gut. Na komm schon. Ah, jetzt sieht man nichts mehr. Ah, die Energie wird ihm wahrscheinlich entzogen, oder? Was soll er verschmerzen? Leute, ich glaube, wir haben ihm gerade den Saft abgedreht. Okay, jetzt haben wir die Gelegenheit, nach einem Schwachpunkt zu suchen. Genau. Was sie gesagt hat. Mach das. Ich denke, der Schwachpunkt ist deutlich zu erkennen, ja, vor uns. Ich hoffe, ich komme jetzt rüber. Ja, siehst du? Du musst sicherlich den anderen wieder haben, dass du schießen kannst. Der kann nochmal schießen, der Star-Lord, oder? Nee, der kann auch fliegen. Fliegen wir doch einfach rüber. Nee.
Jetzt müssen wir wieder so einen Schwerkraft-Quills werfen. Ja. Weißt du, was ich sehe? Meinst du den großen, furchterregenden Roboter, der uns töten will? Ja, der ist mir auch schon aufgefallen. Muss ich auf der anderen Seite wieder ich meine den Schwerkraftverstärker in seiner Brust. Ja, ich habe keinen mehr. Kannst du mit dem was anfangen? Du meinst an so etwas Mächtigem wie einem Celestial eine Schwerkraftmine anbringen? Unvorstellbar, was da passieren könnte. Ich müsste einen haben, stimmt, ne? Hast recht. Du hast auf jeden Fall. Ach, da, was hat er? Der hat immer das hier geschmissen. Na komm schon, flieg. Nee, weil du das beim Fliegen nicht kannst. Ja, warte, dann geh ich da rein. Nee, du musst davor landen. Hm, ob der die so weit schmeißen kann? Ich gehe davon aus, sonst hätten sie es anders gemacht. Ja, doch, wunderbar. Hast recht gehabt. Oh, jetzt passiert sicher irgendwas. Oh, diesmal bin ich weit weg. Ja, aber ich glaube, das hilft uns diesmal nicht. Halt dich fest, festhalten, festhalten. Alles gut. Weiter B drücken. Und nicht gedrückt halten. Oh ja. Da sollte man Renny nehmen, glaube ich. Das hilft so gegen Magenbeschwerden. So ein bisschen Sodbrennen zu hast. Das ist ja irgendwo verschwunden. Wir haben gewonnen! Schon wieder. Danke. Jetzt haben unsere Evakuierungsschiffe genug Zeit für die Flucht vor Kangs Truppen. Hey, kein Ding. Je größer sie sind, desto härter schlagen sie zu. Hey, Quill, frag sie doch mal nach unserer Belohnung. Was ist das denn? Unser Stichwort zu gehen. Komm! Hey, nicht auf die faule Rinde legen, Kumpel. Das Riesenschwert ist noch da. Jetzt nicht mehr. Ich bin Groot. Das ist ein Notruf von Terra. Die Erde? Aber Kang kann doch noch gar nicht da sein. Das ist unmöglich. Aber wir müssen hin und die Leute warnen. Warum sollen wir denen denn helfen? Weil wir die Guardians of the Galaxy sind. Ich hatte eben irgendwie gedacht, mit der Schwerkraft-Dings würde mehr passieren. Also, dass wir irgendwas Schlimmeres auslösen. Mein Eson ist größer als dein. Wir haben nur einen Goldstein gefunden. Wir waren nicht so gut. Ich glaube, wir haben jetzt auch den Rekord geknackt für das längste Gameplay der ersten Episode. Ja, das ist durchaus möglich. Wir brauchen halt manchmal. Ja, macht es halt spannend, ich meine. Und die ersten Charaktere freigeschaltet. Drax,